Ah, guck mal da. Oh. Den haben wir schön abgeräumt, oder? Hallo und herzlich willkommen zu Professors Anti-Relax-Sonntag. Es ist 9 Uhr und wir fahren jetzt in die Stadt. Und wir gucken mal, was da so los ist in der Stadt. City Central 2. Das war geplant für heute. Jetzt habe ich gar nicht mehr überlegt, was für ein Auto ich da nehme. Das ist ja immer dasselbe Problem, ne? Tja, was haben wir denn hier Schönes? Also ich habe ein bisschen was gefahren für euch. Ich weiß nicht, ob der Ventura, ob der neu ist. Ich weiß es gerade nicht. Der Bullet, den kenne ich noch gar nicht. So, wirklich. Was haben wir da? Fortune? Wow, Fortune. Ah, ich möchte lieber Heckantrieb. Wir nehmen den Bullet und Heckantrieb. Und ab geht's. Genau, fahr ihm doch mal hinten in den Kofferraum rein. Ja, lass die Scheibe krachen hier. Weg mit den Schildern, ich brauche keinen Mensch mehr. Upsala. Ein bisschen verschätzt, ne? Oh. Ja, also der hat eine sehr gemütliche Straßenlage hier. Ja, erstmal hier so ein paar Sachen wegklatschen. Ach so, hier geht's lang. Okay. Shit, ey, der lässt sich aber schlecht lenken. Richtig beeilen, hier müssen wir uns richtig Mühe geben, damit wir hier was werden. Hier nehmen wir eine Abkürzung. Leider nicht geklappt. Was ist denn mit dem Auto los? Der lenkt ja überhaupt nicht. Ich glaube, es wird nicht mein Lieblingsauto werden. Das ist irgendwie ein bisschen lahmarschig beim Lenken. Ah, ist eine ganz besondere Strecke hier. Ist leider so. Was ist denn das für ein Auto, ey? Ey, seht ihr das? Der Lüfter vorne bewegt sich ja sogar. Habt ihr das gesehen? Oh, hier fliegen die Fetzen. Ich bin nicht dabei. Was ist denn das hier? Jawoll, Alter. Hoho. Da fliegen die Fetzen da hinten. Also das ist eher so ein Auto zum Driften, glaube ich. Ja? Kann das sein? Oh, da war eine Parkbank. Jetzt ist er weg. Da sind noch mehr Parkbänke. Oh, wir sind ein bisschen ausgestiegen. Da war auf der Baustelle irgendwas im Weg. Oh, hier geht's aber ganz schön abwärts, aufwärts. Oh. Ja, super, warum setzt du mich nicht gleich ganz zurück hier? Also ich muss ehrlich sagen, dieses Auto wird niemals mein Lieblingsauto werden. Ganz ehrlich hier, ey. Hat ja eine Kurvenlage, das ist ja zum Kotzen, wollte ich sagen. Oh, Kelle! Sind wir jetzt hier beim Ski-Weitsprung oder wie? Ja, hier kann man auch lang fahren. Ja. Das bringt uns jetzt nicht so viel, aber. Also, ich weiß, hat er am Anfang irgendwie so viel abgekriegt, dass er deswegen nicht mehr lenkt. Naja, aber irgendwie. Er ist schon ganz schön schnell. Ist doch. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn schönes hier? Da will der Professor gleich mitmachen. Er mag sowas nämlich. Wenn ihr da rumschlingert, da stürzt es sich mitten rein. Ja, mach dich weg. Scheiße, er lenkt ja gar nicht. Was ist das? Wir parken hier mal aus. Oh. Boah. Okay. Voll, Alter. Ist ein bisschen schade. Aber wir kriegen es schon unter Kontrolle. Kein Problem. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Erster werden. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Der Gedanke zählt doch. Oh, da fliegt ein Rad. Hoffentlich ist es keins von meinen. Oh. Das ist aber schade. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das eins von meinen. Ich wollte noch in den Spiegel gucken, aber. Aber wir wiederholen das Rennen nicht mit diesem Auto. Also ich habe in diesem Rennen so viel Spaß, gell? Das ist nämlich eine geile Strecke.
Nee, das war jetzt also gar nicht so schön. Also ich würde sagen, wir werden das Rennen einfach nochmal wiederholen. Mit einem anderen Auto. Denn, jetzt habe ich gerade verirrt, City Central 2. Nee, den Chili nehmen wir aber auch nicht, du. Bin ich zu stolz für. Nehmen wir den Splitter. Der hat zwar Frontantrieb, aber vielleicht sind wir mit dem ja ein bisschen glücklicher. Oh. Boah. Hat ja einen ganz anderen Sound hier. Guck mal hier. Ah, guck mal da. Oh. Den haben wir schön abgeräumt, oder? Die Laternen müssen auch weg, denn ihr wisst ja, es ist Tageslicht und da braucht man nicht unbedingt Laternen. Ah, jawohl. Mach die Tür zu, es zieht. Oh, eine kleine Rolle können wir auch mal machen, jo. Oh, wir fahren mal hier lang. Ey, wir fahren mal hier lang. Gibt bestimmt auch ab. Alles wegräumen, das braucht kein Mensch mehr hier. Wir sind jetzt hier bei Fast and Furious hier. Jetzt durch die Straßen rasen hier. Irgendwelche LKWs überfallen. Und Hauptsache, wir machen unsere Unterbodenbeleuchtung an hier. Total megamäßig. Was ist denn hier los, hä? Ja, zack, da fliegt die Mischmaschine weg. Oh, das Auto gefällt mir. Der gefällt mir, guck mal hier. Der hat eine gute Beschleunigung, aber in der Endgeschwindigkeit könnte es ein bisschen mehr sein. Aber die Straßen, also die Stabilität auf der Straße, da muss man sagen, super bleifrei hier. Einfach super. Hier kann man auch mal so eine Karre wegrammen hier. Fahren wir hier mal hoch hier, die Sprungschanze hier vorne. Geht ja richtig ab. Wow. So muss das abgehen hier. Upsi. Ja, wenden wollte ich jetzt nicht, aber macht ja nichts. So. Jetzt gleich. Es kommt wieder unsere hübsche Sprungschanze. Da müssen wir natürlich wunderbar drüber fahren. Jawohl. Ja, so halbwegs. So halbwegs. Aber immerhin, wir sind Erster. Und das verdanke ich nur euch, den besten Zuschauern dieses... Was ist denn hier los? Ja, mach dich weg. Mach dich weg. Jawohl, so muss das gehen hier. Das verdanke ich nur euch, dass wir es hierhin geschafft haben. Dass wir es so weit geschafft haben hier. Ja, jetzt wird es ein bisschen ruhiger hier im Spiel, würde ich sagen. Ja? Hoffe ich. Also hoffe ich natürlich nicht. Geil, guck mal hier, der ist stabil. Da kann man richtig schön in die Kurve sich legen. Kann ich euch ein bisschen was erzählen. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht mal ein paar Daumen hoch und ein paar Abonnenten ranschafft, die noch mehr hier Professors Experimente sehen können mit den Autos. Das wäre fantastisch. Würde mich zumindest sehr freuen. Also ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Momentan kann man sie ja alle einzelnen abzählen, kann man schon so sagen. Gell? Aber ich würde mich sehr freuen über jeden einzelnen, der mir hier zuschaut. Und guckt euch meine Videos auch gerne ganz an. Ist doch spannend bis zum Schluss hier. Wir können jetzt gleich nochmal ein Experiment hier machen. Irgendwas, keine Ahnung. Also jetzt hier auf der Rennstrecke meine ich. Irgendein Experiment. Vielleicht können wir hier mal unter dem LKW durchfahren. Guck mal hier, das geht ja so ab. Diese Strecken sind so vielseitig. Da bleibt kein Auge trocken. Da kommt jeder auf seine Kosten. Ja. Ich soll vielleicht das Nitro mal aufbrauchen hier. Vielleicht machen wir nochmal eine beste Runde. Nö, hat nicht geklappt. Aber das Auto ist cool. Also der, muss ich ehrlich sagen. So, wir gucken mal, was wir noch so machen können. Nee, nicht wiederholen. Einmal raus. Boah. Wollten doch bestimmt eine kleine Eventstrecke fahren hier. Obwohl, wir haben ja eigentlich noch eine andere Strecke offen hier. Ich habe jetzt noch einen Plan gehabt, dass wir hier schon fertig sind.
Nein, wir wollen noch ein richtiges Rennen fahren. Wir können das gleiche Auto nochmal nehmen. Und zwar ist heute dran, ich guck mal gerade auf meinen Plan, das Rennen Riverbase Circuit 2. Da waren wir nämlich noch nicht. Nehmen wir das gleiche Auto nochmal. Welcher war es denn? War das der Splitter, gell? Der Splitter. Der hat eine gute Beschleunigung. Die maximale Geschwindigkeit lässt zu wünschen übrig. Aber ich denke, auf so einer Rennstrecke hat man ruckzuck verloren. Also, lassen wir uns mal überraschen. Oh, bei Nacht sogar. Wir sind ganz vorne. Wir gleich als erstes hier los. Alles abrammen, was hier möglich ist. Boah, ganz vorne starten. Das ist natürlich eine Ehre für mich. Ah, das sind richtig schöne Rennstrecken hier. Aber dadurch, dass er halt eine schlechte Endgeschwindigkeit hat, werden wir es hier schwer haben zu gewinnen. Aber auch der Blaster hier sollte sich das mal merken, dass man hier nicht einfach so am Professor vorbeifährt, ja? Super. Jetzt sind natürlich alle schon an mir vorbei. Da fährt er hier, du Wurmdo. Einfach von der Straße kicken. Das hier ist von der NASA irgendwie ein Triebwerk oder so verloren gegangen. Ja, ja, haha. Gibt's mir. Oh. Oh. So, schade. Hat ganz schön geknallt. So, ach ja, gut, wir kennen ja diese Strecke eigentlich. Aber, oh, was ist das hier? Ja, oh. Da wollte ich eigentlich durchfahren, du. Dafür musst du bezahlen. Oh. Oh, jetzt sind wir Fünfter. Schade, schade. Oh, diese riesen Plakate. Oh, diese riesigen. Da müssen wir uns in der nächsten Runde nochmal draufstürzen. Das sah richtig gut aus. Da kann man bestimmt eine Menge Schaden machen. Was ist denn das hier? Weg mit dir! Oh, hier ist irgendwas ausgelaufen. Ach, sag mal, das war vorhin aber nicht da, Leute. Die Strecke ist ja richtig interaktiv. Radioaktiv. Ja, dich hab ich erwischt. Jo, genau hier. Der kleine Chili. Red Hot Chili Pepper, du. Droh mich nochmal so und dann schieße ich dich weg, du. Oh, jetzt hatte ich gerade die Orientierung etwas verloren. Mir ist sehr leid. Jawohl, guck mal, da gehen sie nieder hier, die Plakate. Super. Ah, scheiß auf den Sieg. Hauptsache die Plakate sind weg. Die müssen weg, die waren sowieso schon abgelaufen. Das waren die Angebote vom Aldi von letzter Woche. Vom Aldi! Er hat natürlich wieder kein Schutzgeld bezahlt. Aber das nur ganz nebenbei. Oh, wir können das Rennen vielleicht sogar noch gewinnen. Wir werden uns mal ein bisschen anstrengen müssen. Oh, mitten beim Rennen hier so ein Fahrzeug da mitten auf der Strecke hinstellen, das kommt immer gut. Der Professor ist so böse. Oh, jetzt packe ich mich dich. Packe ich mich dich. Dich packe ich mich. Kommst du? Ich pack dich. Oh, schade. Da waren wir ein bisschen übermotiviert. But that's not the problem. Ah, mach dich mal schnell ab. Fahr mal eben durch das Gerüst hier. Ich lass keinen mehr durch jetzt. Wir wollen nämlich hier gewinnen. Das Geile ist ja hier, diese weit ausgebreitete Strecke hier kann man so richtig schön, also von der Breite her, ihr wisst schon, was ich meine. Oh oh. Haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht, mitten auf der Straße zu parken. Das war's. Und jetzt eine kleine Eventstrecke noch, würde ich sagen. Ah, ist einfach eine geile Strecke hier, gell? Wir nehmen wieder mal unseren Sparrowhawk und fahren jetzt nach unseren eigenen Regeln. Nee, das machen wir erst um 12 Uhr.
Verzeihung? Da ist er ja! Der kleine Rote! Der kleine Rote hier! Nee, wir fahren hier streng nach Streckenregeln. Machst du dich weg? Jawohl! Ja, schade. Das hätte so gut werden können. Nee, wir fahren jetzt hier mal streng nach Streckenregeln. Aber... Oh nein! Ich hab's alle stehen lassen. Kommt nur her, ihr Würmer, ihr seid jetzt alle fällig. Nein, wir werden nach Streckenregeln fahren und um 12 Uhr fahren wir die gleiche Strecke nochmal. Ja, das kann ich euch sofort ankündigen, in 3 Stunden. In 3 Stunden sind wir wieder ungefähr hier. Und dann werden wir hier aufräumen. Ihr wisst schon, was das heißt, denn der Professor seine eigenen Regeln hier macht. Der Gelbe hier, den packen wir uns. Komm mal her, du, komm. Letzte Runde. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Richtig schön dem Stress des Sonntags ausgesetzt. Ein bisschen Randale, das hat noch keinem geschadet. Außer vielleicht dem Gartenzaun, in den ich die Karre reinjochte. So, und ich freue mich, wenn ihr dann wieder um 12 Uhr einschaltet. Und hier endet auch schon die 9 Uhr Episode. Und ich, wie gesagt, abonniert mich. Und wir denken uns irgendwann nochmal was Neues aus für den Anti-Relax-Sonntag. Aber im Moment bleiben wir erstmal hier bei diesem Spiel. Das ist einfach zu genial. Professor Fox... Der Platzierte Nummer 1 bis um 12 Uhr.